Hallo Freunde, mein Name ist Famulus. Nachdem mich meine Motivation gepackt hat und mich außerdem ein paar Kommilitonen, Julian, genervt haben, habe ich mir einen Ruck gegeben und hier ist es. Dieses Mal geht es um den Energiestoffwechsel. Aber Moment mal, hatten wir das Ganze nicht schon durch? Nicht ganz. In einem meiner früheren Videos, welches ihr oben in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung findet, habe ich schon mal das Thema der Energiebereitstellung angesprochen. In der jetzt folgenden Videoserie werden wir uns allerdings den Energiestoffwechsel genauer ansehen. Hier lernen wir erstmal die Energiespeicher näher kennen und in den darauffolgenden Videos besprechen wir einige Stoffwechselvorgänge noch tiefer im Detail. Dafür sehen wir uns einmal ein paar Dinge an, die wir schon aus vorherigen Videos kennen. Unsere Energiespeicher sind übersichtlich dargestellt wie folgt: ATP, KRP, Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Und in diesem Kreisdiagramm sehen wir, dass unser Körper, vereinfacht dargestellt, hauptsächlich aus Wasser, Protein und Fetten besteht. Schon alleine der Kohlenhydratanteil ist so gering, dass er kaum mehr auf das Kreisdiagramm passt. Ganz zu schweigen von den Reserven an ATP und KRP, die so marginal sind, dass sie einen extrem kleinen Prozentsatz ausmachen würden. Hierbei ist es jedoch wichtig zu verstehen, dass jede einzelne Muskelaktivität nur unter Verbrauch von ATP stattfinden kann, welches ihr hier sehen könnt. ATP ist nämlich die einzige Energiequelle, die unsere Muskeln auf direktem Wege nutzen können. Ohne ATP läuft bei uns gar nichts. ATP ist übrigens die Abkürzung für Adenosintriphosphat. Das ist ein Molekül aus einem Adeninrest und aus Ribose, was zusammen auch als Adenosin bezeichnet wird. Außerdem sind am Adenosin, und jetzt wird's wichtig, drei Phosphatreste gebunden. Das ist für Sportler erstmal weniger interessant. Für uns aber, die wissen wollen, wie die Skelettmuskulatur funktioniert, sind diese ATP-Moleküle von fundamentaler Bedeutung. Vor allem, wenn man sich den nächsten Schritt anschaut. Wie man in dieser Abbildung erkennen kann, sind Myosinköpfchen, die wir schon aus dem Video zur Muskelanatomie kennen, beladen mit ATP-Molekülen. Und wie wir wissen, ziehen sich Muskeln sicherlich nicht von alleine zusammen. Das braucht nämlich Energie. Also muss irgendwoher Energie freigesetzt werden. Und dies passiert, indem man ATP enzymatisch spaltet. Somit wird aus dem dreiphosphatigen Adenosintriphosphat das zweiphosphatige Adenosindiphosphat. Na, gehört? Tri wird zu di. Und so wird verdammt nochmal Energie für den Muskel gewonnen, der sich nun zusammenziehen kann. Vereinfacht kann man den Prozess in einer Formel darstellen. ATP wird gespalten zu ADP, einem Phosphatrest, und nebenbei wird die gewünschte Energie frei. Da ATP aber sehr, sehr schnell verbraucht ist, muss eine Art Puffer her, da wir sonst nach 2 bis maximal 3 Sekunden komplett ermüdet wären. Länger reicht die ATP-Reserve in unseren Skelettmuskeln nämlich einfach nicht aus. Deshalb muss hier das Kreatinphosphat, kurz KRP, aushelfen. Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, hat auch Kreatinphosphat ein Phosphat im Namen. Praktisch, denn dieses Phosphat kann ganz einfach auf das ADP übertragen werden und schon wird das ADP mit 2 Phosphaten zum ATP mit 3 Phosphaten. Das Ganze geht selbstverständlich auch umgekehrt, wie dieses Reaktionsschema ziemlich übersichtlich aufzeigt. Jedoch kann auch dieser Vorgang nur ca. 7 bis 9 Sekunden aufrechterhalten werden. Dann ist auch die KRP-Reserve leer. Famulus? Aber nach 9 Sekunden Sprint kann ich immer noch weiter sprinten. Und 400 Meter Läufer laufen auch über 40 Sekunden lang. Ach, und meinen Bizeps kann ich auch minutenlang zerstören, wenn ich will. Nun, das ist wohl wahr. Wäre auch wirklich doof, wenn wir nach 9 Sekunden plötzlich einfach umfallen würden und uns nicht mehr bewegen könnten. Aus diesem Grund hatten wir neben ATP und KRP auch noch die Kohlenhydrate erwähnt. Kohlenhydrate sind nicht nur sehr lecker, sondern auch verdammt gute Energiespeicher aufgrund einer kleinen Besonderheit. Kohlenhydrate können nämlich auf 2 verschiedene Wege abgebaut werden. Aerob sowie anaerob. Ob ihr nun 400 Meter lauft oder einfach nur eine Minute lang Kniebeugen macht,
Der Effekt fühlt sich ziemlich gleich an. Die Beine fangen irgendwann an, weh zu tun oder gar zu brennen und ihr bekommt Pipi in den Augen. Aus sportwissenschaftlicher Sicht spricht man von einer Muskelübersäuerung durch die Laktatbildung. Dies passiert über die anaerobe Glykolyse, was zu übersetzen ist als Kohlenhydratabbau ohne Sauerstoffverbrauch. Sportwissenschaftler sprechen ja auch vom anaerob-laktaziden Kohlenhydratabbau. Aber ich bleib mal aus Zeitgründen bei anaerobe Glykolyse. Jedenfalls können Kohlenhydrate in Form von Glucose, also Einfachzucker, auf diesem Weg sehr schnell abgebaut werden. Nämlich ca. 100 mal schneller, als es über die aerobe Glykolyse möglich wäre. Zusätzlich kann mittels der anaeroben Glykolyse auch dann Energie gewonnen werden, wenn gerade nicht genug Sauerstoff in die einzelnen Mitochondrien der Muskelfasern transportiert werden kann. So könnt ihr, auch wenn ich es jetzt nicht empfehlen würde, eure Kniebeugen ebenfalls ausführen, während ihr die Luft anhaltet. Aber bitte sagt jetzt nicht, Famulus hätte das vorgeschlagen, okay? Leider hat auch diese Form der Energiebereitstellung irgendwann ausgedient, da eine zu hohe Laktatbildung die Kontraktion der Skelettmuskulatur auf enzymatischer Ebene hemmt. Hohe Belastungen können deshalb also nur knapp über 40 Sekunden lang aufrechterhalten werden. Danach muss die aerobe Glykolyse, also der Kohlenhydratabbau mit Sauerstoffverbrauch, aushelfen. Unter Sportwissenschaftlern spricht man auch von der Kohlenhydratoxidation. Die Energiespeicher, nämlich die Kohlenhydrate, bleiben dabei dieselben. Nur werden die Kohlenhydrate dieses Mal mit Anwendung von Sauerstoff verbrannt. Die aerobe Glykolyse hat gegenüber der anaeroben Glykolyse einen entscheidenden Vorteil. Unter Verbrauch von Sauerstoff kann aus einem Glukosemolekül deutlich mehr ATP generiert werden. Außerdem wird kein Laktat gebildet. Man übersäuert also nicht und kann immer weitermachen. Spätestens hier sollte also klar sein, dass die aerobe Glykolyse also nicht primär beim Sprinten aktiv wird. Gute Beispiele für die aerobe Glykolyse sind Laufen oder Radfahren an der Schwelle. Das ist der Fall, wenn man kurz vor der anaeroben Schwelle läuft oder fährt. Auch zur anaeroben Schwelle habe ich schon mal ein Video erstellt, welches ihr oben in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung findet. Wie lange die aerobe Glykolyse jetzt vom Körper betrieben werden kann, hängt vom Fitnesslevel als auch vom Ernährungszustand des Sportlers ab. Bei hoher Kohlenhydratzufuhr und bei einem sehr guten körperlichen Zustand kann die aerobe Glykolyse ohne Probleme bis zu 90 Minuten aufrechterhalten werden. Tja, so viel zu den leckeren Kohlenhydraten. Aber was ist, wenn wir uns Marathonläufer anschauen, die 2 Stunden und länger laufen müssen? Da reicht eine Versorgung über den Kohlenhydratabbau meist nicht mehr aus. Stattdessen greift hier der letzte Energiespeicher ein, der für uns relevant ist. Das Fett. Fette, und das muss man mal gesagt haben, sind genial. Denn sie können uns stundenlang bei Belastung mit Energie versorgen. Gäbe es keine Ermüdungszustände, könnten wir sogar tagelang nur mittels Fettoxidation laufen. Und das Wort Oxidation gibt schon den entscheidenden Hinweis. Die Fettoxidation kann ausschließlich unter Sauerstoffverbrauch stattfinden. Und tatsächlich versorgen uns Fettsäuren sogar ständig, jede Sekunde lang, ohne dass wir es merken. Auch während wir gerade dieses Video schauen und während wir sitzen, stehen oder schlafen, findet die Fettoxidation statt. Wie gesagt, Fette sind genial und absolut essentiell für unseren Körper. Und auch bei der Fettoxidation geht es allein darum, wie auch bei KRP und Kohlenhydraten, ATP wieder aufzubauen. Erstaunlich, oder? Und so verbrauchen wir mit der ATP-Resynthese pro Tag um die 70 Kilogramm ATP. Also ungefähr so viel, wie ein durchschnittlicher Mensch wiegt. Krasses Leben. Und was ist nun mit den Proteinen? Nun, rein theoretisch ist es möglich, über Proteine oder anderweitige Peptide bzw. aus den Aminosäuren Energie bereitzustellen. Allerdings sind jene Eiweißstrukturen sehr wichtige Bausubstanzen für unseren Organismus, weshalb diese in der Regel ausschließlich in extremen bzw. lebensbedrohlichen Situationen, wie zum Beispiel bei längeren Hungerzuständen oder aber auch beim Fasten, abgebaut und als Energiesubstrat verwendet werden. So, jetzt haben wir einen guten Überblick dafür bekommen, welche Energiespeicher uns zur Verfügung stehen. Zudem kennen wir markante Vor- und Nachteile sowie Einsatzdauer und haben auch ein paar Beispiele kennengelernt, wann sie für die Energiebereitstellung von Nutzen sind.
Im nächsten Video erkläre ich, inwiefern die verschiedenen Stoffwechselwege der Energiebereitstellung von der Belastungsintensität und anderen Faktoren abhängig sind. Als gute Voraussetzung empfehle ich dir mein Video zur Energiebereitstellung. Und damit vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wie immer freue ich mich über einen Daumen nach oben, konstruktive Kritik und jeden neuen Abonnenten.